Hallo zusammen, willkommen auf unserem Kanal. Und jeder von euch kennt wahrscheinlich das Problem, ihr wollt unter dem Bett sauber machen, aber es ist hier wirklich nicht sonderlich einfach, da den ganzen Schmutz hervorzuziehen. Man muss teilweise mit dem Besen oder mit dem Staubsauger sich wirklich nach unten knien, um somit praktisch auch hier alles zu reinigen. Aber da gibt es jetzt Abhilfe, und zwar schlanke Roboterstaubsauger mit einer niedrigen Bauhöhe, und die kommen natürlich auch hier wirklich sehr gut unter das Bett, können dort alles automatisch reinigen und ihr müsst euch um nichts mehr Gedanken machen. Wir wollen uns also heute mal die Top 5 der besten die besten schlanken Roboterstaubsauger uns anschauen und da auch mal unseren Vergleichssieger krönen. Fangen wir also direkt an und starten durch, und dann würde ich sagen, geht es auch gleich los, und zwar mit Platz 5. Und auf diesem Platz landet bei uns der JDVac Max, ein sehr interessanter Saugroboter mit einer Kamera oben. Wir gehen mal kurz hier auf die Vor- und Nachteile ein. Also zum einen mal ein sehr guter Preis, wir haben eine Kameranavigation, einen sehr großen Akku, eine Sprachsteuerung, eine App-Steuerung, eine automatische Teppicherkennung und eine optische Kartenerstellung innerhalb der App. Die Nachteile: er ist leider etwas lauter im Dauerbetrieb und er ist stellenweise auch etwas übervorsichtig. Wir gehen auch gleich mal kurz weiter zu den Produktdetails. Wir haben also hier zum Beispiel eine Visual Slam Navigation. Wir haben einen 2-in-1 Saugroboter mit Wischfunktion. Er ist sehr dünn, nur 7,7 cm hoch. Man kann ihn mit der App bedienen, aber auch mit Alexa und Google. Wir haben hier eine Saugkraft von 3000 Pascal, 200 Minuten Laufzeit, und er ist natürlich auch hier WLAN-fähig. Jetzt würde ich sagen, gehen wir direkt kurz auf die Produktseite drauf. Den Link dazu, den gibt es unten in der Videobeschreibung. Schaut dort mal rein, klickt dort jetzt am besten direkt mal auf den Link drauf und dann kommt ihr hier ebenfalls zu dieser interessanten Produktseite. Gehen wir kurz auf den Preis ein. 239 Euro wäre der aktuelle Verkaufspreis, und es geht vollkommen in Ordnung dafür, dass wir hier wirklich eine sehr gute Navigation mit dabei haben und ein sehr formschönes Design. Hier nochmal die weiteren technischen Daten im Überblick. Auch hier gibt es wirklich schon zahlreiche, sehr viele gute Bewertungen. Hier nochmal die Marke JD im Überblick, was sie so alles kann, wie die daherkommt und was es sonst noch so bietet. Und natürlich jetzt hier nochmal der Saugroboter im Detail mit all seinen Funktionen. Also wirklich sehr praktisch, sehr geschickt. Wir haben hier eine Möglichkeit, auch hier wirklich sehr gut den Boden zu reinigen, vollautomatisch, und auch mit der sehr hohen Saugkraft sind wir auch hier wirklich sehr zufrieden. Wir gehen abschließend mal kurz hier auf die Bewertungen ein. Da können wir auch schon sehen, die fallen ebenfalls sehr gut aus, sehr positiv, sehr gute Leistung. Und auch sonst wirklich ein sehr praktisches Modell mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis, was seinesgleichen sucht. Jetzt würde ich sagen, gehen wir gleich weiter zu Platz 4, und auf diesem Platz landet bei uns der Zacco V5X. Und auch hier gehen wir gleich mal kurz auf die Vor- und Nachteile ein. Da hätten wir zum einen mal hier einen sehr interessanten und guten Preis. Wir haben einen großen Wassertank mit dabei, auch der ist wirklich sehr flach und leise. Wir haben eine Sprachsteuerung mit dabei, eine App-Steuerung, ein Feinstaubfilter und eine automatische Teppicherkennung. Die Nachteile: eine etwas lange Ladezeit und die Saugkraft, die könnte hier etwas besser sein. Jetzt würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal kurz weiter hier auf die Produktdetails. Und da könnt ihr schon sehen, wir haben zum einen mal hier eine adaptive Navigation, ein 2-in-1 Saugroboter mit Wischfunktion, Anti-Stoßsensoren sind mit dabei, wir haben eine App, Alexa und Google Steuerung, wir haben 350 Minuten Ladezeit und 120 Minuten Laufzeit. Natürlich ist auch hier ein WLAN-Modul mit dabei, sprich, ihr könnt die App ganz einfach übers WLAN dann bitte reiben und die fernsteuern. Jetzt gehen wir kurz hier weiter auf die Produktdetails, da gibt es auch hier selbstverständlich den Link dazu in der Videobeschreibung, also schaut dort mal rein, klickt mal jetzt direkt auf den Link da drauf. Und dann kommt ihr ebenfalls auf diese Seite, könnt ihr hier nochmal selbst ein Bild von diesem Saugroboter machen. Es gibt hier verschiedene Ausführungsvarianten in auch unterschiedlichen Farben. Der Preis 164 Euro ist hier wirklich ein sehr interessanter und auch sehr günstiger Roboterstaubsauger für all diejenigen, die jetzt hier nicht so viel Geld ausgeben möchten. Auch hier sieht es soweit wirklich gut aus. Wir haben hier wirklich zahlreiche, sehr gute Bewertungen, über 12.000 Bewertungen in der Anzahl. Gehen wir nochmal kurz etwas näher dann auf diesen eigentlichen Roboterstaubsauger ein. Hier nochmal der Überblick, was er so alles kann, wie er daherkommt, welche Funktionen er besitzt. Man kann hier wirklich ganz einfach steuern mit der App, und auch sonst macht ihr wirklich auf uns einen sehr guten Eindruck. Ja, dann nochmal kurz Übersicht, was es hier für weitere Modelle gibt, und jetzt würde ich sagen, gehen wir noch kurz die Bewertungen zum Schluss durch, die können sich auch hier sehen lassen. Wir haben zum einen mal hier wirklich ein tolles Gerät und auch sonst fallen alle weiteren Bewertungen ebenfalls sehr gut aus. Also soweit dazu, schaue ich den mal an. Jetzt würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal weiter zu Platz 3. Und dort landet bei uns der Eufy RoboVac G20. Und auch hier würde ich sagen, gehen wir gleich mal kurz auf die Vor- und Nachteile ein. Da hätten wir zum einen mal ja einen sehr guten Preis, eine dynamische Navigation, wir haben eine Wischfunktion mit dabei, eine Sprachsteuerung,
eine App-Steuerung, ein sehr schlankes Gehäuse und eine hohe Saugkraft. Der einzige Nachteil, er ist leider teilweise etwas übervorsichtig an manchen Stellen, aber ich denke mal, darüber kann man auch hinwegsehen. Jetzt würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal kurz weiter und zwar zu den Produktdetails. Da kann man schon sehen, wir haben hier eine Gyrodynamic-Navigation, dann haben wir hier einen 2-in-1 Saugroboter, also Saugen und Wischen. Wir haben einen schönen Wassertank mit dabei, einen großen Staubtank, eine Saugkraft von 2500 Pascal, eine Laufzeit von 90 Minuten und wir haben hier ein WLAN-Modul mit dabei, sprich ihr könnt es hier in euer Heimnetz integrieren. Da würde ich sagen, gehen wir kurz auf die Produktseite drauf. Den Link, den gibt es selbstverständlich unten in der Videobeschreibung. Also schaut dort mal rein, klickt dort mal jetzt direkt auf den Link drauf und dann kommt ihr direkt zu dieser Webseite. Dann gehen wir mal kurz hier direkt auf den Preis ein, denn der kann sich auch sehen lassen. Dieser Staubsauger von Eufy, der kostet roundabout 288 Euro. Wir gehen mal kurz etwas weiter runter, gehen mal kurz hier ein paar weitere Details zu den technischen Daten durch. Da steht nochmal alles drin, hier nochmal die Marke Eufy an sich. Hier gibt es nochmal ein paar schöne Bilder, wie ihr arbeitet, wie ihr praktisch hier dann alles reinigt. Und natürlich gibt es auch hier wirklich eine sehr hohe Saugleistung, sprich, der saugt hier wirklich auch jeden kleinsten Schmutz dann problemlos auf. Ja, das schlanke Design mit 7,2 cm Höhe passt beinahe überall runter. Und dann würde ich sagen, gehen wir abschließend nochmal kurz zu den Bewertungen, lesen die uns nochmal kurz hier durch. Da können wir schon sehen, es sieht alles soweit gut aus, ist ja zu empfehlen, ist wirklich ein tolles Gerät und er macht auch hier wirklich alles, was er soll. Viele sind sehr zufrieden, also schaut euch den am besten auch nochmal direkt an. Der Link ist unten in der Videobeschreibung, schaut dort mal rein, klickt dort mal drauf und dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich weiter und zwar zu Platz 2. Und auf diesem Platz, dann landet bei uns hier der Eufy G10 Hybrid Saugroboter, auch hier ein Kombimodell. Wir gehen mal kurz auf die Vor- und Nachteile ein. Der hat man zum einen mal hier einen sehr guten Preis, er ist selbst aufladen, hat hier ein sehr schlankes Design, hat eine Sprachsteuerung mit dabei, eine App-Steuerung, eine automatische Teppicherkennung und auch hier wirklich ein sehr gutes Filtersystem. Der einzige kleine Nachteil wäre die etwas mittelmäßige Saugkraft, aber da kann man auch drüber hinwegsehen. Jetzt würde ich auch sagen, gehen wir gleich mal kurz weiter und schauen uns mal kurz hier die Produktdetails im Überblick an. Da hat man zum einen mal hier eine Smart Dynamic Navigation, wir haben einen 2-in-1 Saug- und Wischroboter, wir können hier mit der App, mit Alexa, aber auch mit dem Google Assistant steuern. Wir haben hier 2000 PA Saugkraft, einen Staubwälder mit 54 ml, eine Laufzeit von 100 Minuten und auch hier können wir den selbstverständlich übers WLAN ganz einfach betreiben. Soweit also dazu, wir gehen mal kurz direkt weiter auf die Produktseite, auch hier gibt es selbstverständlich den Link dazu unten in der Videobeschreibung, also falls ihr daran Interesse haben solltet, euch den nochmal etwas näher angucken möchtet, dann klickt jetzt direkt mal auf den Link unten drauf. Es gibt hier zwei Modelle, einmal schwarz und einmal weiß und der Preis, der kann sich ebenfalls hier sehen lassen, 199 Euro ist wirklich hier sehr günstig. Wir gehen mal kurz etwas weiter runter zu den weiteren technischen Details dazu, hier steht nochmal alles drin im Überblick, wie die Abmaße, das Gewicht und Co. Und auch hier über 23.000 Bewertungen, also sprich, der ist hier wirklich sehr beliebt und wird auch sehr oft gekauft. Hier nochmal die Marke Eufy im Überblick, was sie so alles bietet, was sie sonst noch so für Produkte hat und auch alle weiteren Funktionen von diesem Saugroboter sind wirklich sehr praktisch und sehr geschickt. Wir gehen nochmal kurz etwas weiter runter, da gibt es hier nochmal eine kleine Übersicht von den anderen Eufy Saugroboter Modellen hier und da gehen wir noch kurz auf die Bewertungen ein, die fallen ebenfalls gut aus, ist hier wirklich sehr praktisch, sehr geschickt und auch hier ein sehr guter Saugroboter. Also falls ihr da Interesse habt, klickt mal auf den Link drauf und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt hier zu Platz 1 unserem Vergleichssieger. Und dort auf diesem Platz 1 landet bei uns der T-Com G8000 Pro. Und auch hier würde ich sagen, gehen wir gleich mal kurz auf die Vor- und Nachteile ein. Da hat man zum einen mal einen sehr guten Preis, eine starke Saugkraft, er ist hier mehrfarbig erhältlich, wir haben eine Sprachsteuerung, eine App-Steuerung, eine sehr hohe Reinigungseffizienz und ein sehr gutes Filtersystem. Der einzige Nachteil dabei wären die etwas unschönen kleinen Übersetzungsfehler innerhalb der App und in der Bedienungsanleitung, aber da kann man auch drüber hinwegsehen. Wir gehen mal kurz weiter hier auf die weiteren Produktdetails. Wir haben also hier zum einen mal ein Gyroskop-Navigationssystem mit dabei, auch hier ein 2-in-1 Saug- und Wischroboter mit der App, mit der Sprache und auch mit der Fernsteuerung kann man den bedienen. Wir haben einen HEPA-Filter mit dabei, eine sehr hohe Saugkraft von 4500 PA, eine schöne lange Laufzeit von 150 Minuten und auch hier ist natürlich ein WLAN-Modul mit dabei. Wir gehen mal direkt weiter zur Produktseite, auch hier gibt es selbstverständlich den Link dazu, um dahin zu kommen. Also falls ihr daran Interesse haben solltet an diesem Saugroboter, dann schaut unten mal in die Videobeschreibung mit rein, klickt mal dort auf den Link drauf und dann kommt ihr direkt auf diese Produktseite. Hier gibt es zwei verschiedene Farben, einmal
schwarz und einmal weiß und der Preis 279 Euro ist auch hier wirklich gerechtfertigt. Wir haben auch hier einen Amazon-Tipp, also ein sehr beliebtes Produkt, was auch hier von Amazon direkt selbst empfohlen wird. Wir gehen mal kurz weiter runter zu den technischen Details und Daten. Hier nochmal die Abmessung, das Gewicht, die Dezibel, also die Lautstärke und auch die vielen zahlreichen guten Bewertungen. Da kann man hier nochmal sehen, was der Roboterstaubsauger so alles kann, insbesondere die sehr hohe Saugleistung ist natürlich hier sehr bemerkenswert. Die App ist gut aufgebaut, wir haben auch eine Bedienung mit einer einfachen Fernbedienung, also auch hier kann man das ganz einfach und bequem dann starten und auch sonst gibt es hier wirklich zahlreiche Funktionen. Hier nochmal die Übersicht von den weiteren Modellen und jetzt gehen wir zum Schluss mal kurz hier auf die Bewertungen ein. Die fallen auch gut aus, wirklich hier ein kleiner toller Helfer mit großer Wirkung, sehr beeindruckendes Reinigungsergebnis und auch sonst ist sie wirklich sehr praktisch und sehr geschickt. Also, unser Vergleichssieger steht fest, ist also der T-Com G8000 Pro. Wir gehen mal kurz hier die wichtigsten Vorteile für euch durch. Da können wir schon sehen, zum einen mal hier einen sehr guten Preis, eine sehr starke Saugkraft von 4500 PA, eine Sprachsteuerung, eine App-Steuerung und einen eingebauten Hygienefilter. Schaut euch den also unbedingt nochmal an, dann würde ich mich jetzt hier von euch verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen und alle Informationen und Links zu diesen Saugrobotern, die gibt es natürlich auch hier unten in der Videobeschreibung. Also schaut dort mal rein und klickt die Links am besten jetzt mal an.